Wusstest du, dass unsere Ahnen uns auch immer wieder Zeichen schicken? Ich bin May, ich bin Cyberwitch und Energy Coach für Empathen und hochsensible Unternehmerinnen und Autoren. Und heute möchte ich kurz dir ein paar Beispiele geben, an wie unsere Ahnen zum Beispiel uns Zeichen schicken können. Und dich hoffentlich dazu inspirieren, Ausschau nach solchen Zeichen zu halten. Weil ich bin davon überzeugt, dass auch du solche Zeichen leicht finden kannst. Ja, es fängt damit an, dass für mich die Zeichen der Ahnen oder meiner Ahnen spezifisch, habe ich drei Zeichen, Symbole, die einfach mit der Zeit für mich aufgekommen sind. Klar, ich arbeite auch intensiv mit meinen Ahnen. Ich mache immer wieder schamanische Reisen zu meinen Ahnen. Meine ganze Arbeit ist aufgebaut auf der Energiearbeit mit meinen Ahnen zusammen. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir alle, wenn wir uns ein bisschen dafür öffnen, diese Zeichen unserer Ahnen auch wahrnehmen können und für uns nutzen können. In meinem Fall sind meine drei Zeichen Bambus, Reiher oder Kraniche. Für mich fallen die beide auf einen Punkt, weil sie sich sehr ähnlich sehen. Und als dritter Punkt Drachen. Warum Drachen? Weil ich bin davon überzeugt, dass die Drachen, die mit mir arbeiten, bei mir sind, weil meine Ahnen, also eine spezifische Ahnen, sie zu mir gebracht hat. Und Bambus wird schon immer als Zeichen oder war schon immer eine Pflanze, die vor allen Dingen mit der Ahnenarbeit verbunden wird. In meinem Fall. Und Kraniche und Reiher. Weil komischerweise diese Vögel auf ganz, ganz vielen asiatischen Bildern sind. Ich glaube, es ist nicht einmal nur auf die Chinesen spezifiziert. Aber deswegen sind sie einfach Teil meines Ahnensystems geworden. Das sind die Zeichen, die ich habe. Und ganz oft, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwo was sehe, dann ist das für mich ein kleiner Gruß meiner Ahnen. Ja? Egal, ob es jetzt ein Bambus ist, den ich irgendwo sehe, oder zum Beispiel tatsächlich so ein Reiher. Ja, jetzt ist gerade wieder Frühling, jetzt kommen wieder die Vögel raus. Könnte man sagen, May, da wo du wohnst, gibt es doch so viele Kraniche und Reiher. Ja, gibt's, aber trotzdem sehe ich sie nicht jeden Tag. Ich sehe sie an den Tagen, an denen ich eine Botschaft meiner Ahnen empfange. Oder ich empfange sie dann, wenn meine Ahnen mich einfach an sie erinnern wollen. Und ja, wie ist das bei dir? Welche drei Zeichen oder Symbole würden denn deine Ahnen repräsentieren? Schreib's mir gerne in die Kommentare.